So, wir stehen hier, HCE TV, direkt nach dem Spiel. Simon Jepson steht bei mir und er wird ordentlich gefeiert hier. 6 Tore. Simon, nur eine Frage. Was hat der Trainer in der Halbzeitpause mit euch gemacht? Ich glaube, wir sind einfach cool geblieben. Also ich finde, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Ich meine, ein paar zu viele Tore kassiert, aber trotzdem gut in Angriff gespielt. Und in zweiter Halbzeit hat Zimi auch richtig eine gute Leistung gebracht und wir freuen uns für ihn. Und ja, wie gesagt, also eine Mannschaftsleistung war das. Ich meine, 34 Tore hier zu Hause mit auch eine geile Atmosphäre, trotzdem, dass wir nicht so viele sind, das bedeutet viel auch für uns. 34 Tore sind das eine, in der zweiten Halbzeit nur 11 Tore kassiert. Du hast es gesagt, Zimi, und ich glaube, eine geile Abwehr dahinter. Das gehört immer zusammen, Abwehr, Torwart, das ist immer wichtig, da hinten gut zu stehen. Er hat auch ein paar richtig gute Freie gehalten und das bedeutet viel. Dann können wir auch mehr Gegenstoß laufen und ein paar einfache Tore mehr machen. Am Schluss haben wir gesehen, kam sogar Janis Bojek rein und der war ja unglaublich. Der hat weitergemacht wie Zimi zuvor. Auch ein super Typ. Der ist auch super, der ist spielt immer gut im Training, der ist eine Zukunft wirklich. Alles klar, dann freuen wir uns zusammen auf Samstag in Ludwigshafen. Wir drücken euch die Daumen bei den Eulen. Ein Kampfspiel bei den Eulen immer, oder? Ja, wird das immer. Die spielen hart, die spielen mit voller Leidenschaft und voller Power. Aber wir fahren dahin mit einem richtig guten Gefühl und 2 Punkte in unserer Bagage jetzt. Wir sind, ich schaue das immer gerne an, die Eulen, die kämpfen bis zum Umfallen. Das haben sie die letzten Jahre gezeigt. Ihr werdet das auch tun. 2 Punkte mitbringen. Ja, und wir machen weiter hier. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Nächsten. Wir sagen herzliches Dankeschön, Simon Jepson. Dankeschön. Danke dir.